Herzlich willkommen zurück bei den Cruises mit einer neuen Folge. Und zwar testen wir heute mal, wie gut wir uns eigentlich wirklich kennen. Jeder bekommt 10 Fragen gestellt über den anderen. Wenn ich falsch antworte, muss die Lara einen Ekelshot trinken. Und wenn sie falsch antwortet, muss ich einen Ekelshot trinken. Ich bin am Arsch. Wieso, kennst du mich nicht? Doch, das ist ja das Problem. Ich glaube, du kennst mich nicht so gut. Ja, das ist doch gut. Dann antworte ich vielleicht auch einfach mal extra falsch. Nein, das meine ich natürlich nicht. Wir wollen ja nicht, dass du heute noch ein bisschen hier spuckst. Lassen wir uns überraschen und wir starten einfach mit den Fragen. Was ist die Laras Lieblingsfarbe? Ich glaube, das ist blau. Scheiße, ja. Das ist doch gut. Wie scheiße, du musst nicht trinken jetzt. Okay. Ich falsch antworte, musst du trinken. Ah, gut gemacht, guter Ehemann. Was ist Max' Lieblingseissorte? Du nimmst mal Spaghetti-Eis. Also immer wenn du... Das ist keine ja, Sorte. Aber wenn du ein Eis bestellst, dann das Spaghetti. Ist keine ja, okay. Sorte. Schoko? Du das anders gesagt hättest? Ja, aber du nimmst immer Spaghetti-Eis. Du schluckst du so. Was ist die Laras Lieblingsdesigner? Was für ein Ding? Aber was weiß ich? Lass mich kurz überlegen. Das, was mir jetzt erst einfällt, wäre Chanel. Ja. Ja? Ja. Siehst du, ne? Ja. Du, du nicht trinken musst. Was ist Max' Lieblingssexstellung? Schatz, guck mal, du musst die Leute nicht anlügen. Du hast eh keine Ahnung. Also ja. Sag einfach irgendwas, ich muss sowieso trinken. Weißt du mal, wie das heißt? So dieses oben? Was oben? Ja, nicht Doggy, das ist dieses andere, dieses immer oben, die Frau oben ist. Du auf mir drauf sitzt sozusagen. Das wäre die Reiterstellung. Die habe ich tatsächlich auch als erstes gesagt, habe es aber geändert. Du Esel. Was hast du? Was hast du gesagt? 69. Du bist so ein Lügner. Wie kommst du auf 69? Nur weil du das nicht machst, heißt das nicht, dass ich das nicht mag. Ja, aber ist doch nicht dein Lieblingsstellung, du bist jetzt verheiratet. Hä? Was hat das mit verheiraten zu tun? Das ist trotzdem meine Lieblingsstellung. Ich nehme mal den kleinsten, den ich hier entdeckt habe. Oh, boah, Leute, das riecht wirklich, das ist Gurkenwasser. Also das ist bestimmt abgestanden von... da steht schon lange da, Leute. Also 3, 2, 1. Ich koste. Boah, Schatz, wenn du noch eine Frage falsch beantwortest, ich schwöre. Auf welcher Handy-App verbringt die Lara die meiste Zeit? Instagram. Nein? Nein, TikTok zur Zeit. Ja, das ist Pech. Das hast du extra gemacht. Ich schwöre, nein. Du bist so ein Wichser. Du hast... Warum ist das so? Das ist so. Leute, da ist irgendwas Ekliges drin. Hau das Ding weg. Ich bin doch... Du siehst doch die ganze Zeit, was ich mein Handy mache. Warum machst du das? Ja, du bist die ganze Zeit bei Instagram, den ganzen Tag. TikTok. Nein, nicht Instagram, TikTok. Instagram ist langweilig geworden. Ich trau mich nicht, ey. Schatz. Oh? Ich weiß doch, wie mein Mann ja, ist. Hier. Das sind so Pussys, ey. Du. Du auch. Mädchen, das ist vergammelt. Ja, ich glaube auch nicht, dass das so einfach irgendwelches Gurkenwasser ist. Ich schwöre euch, das ist vergammelt. 100%ig verschimmelt. 100 Jahre liegt das irgendwo dahin. An welchem Tag hat ihr Max den Hochzeitsantrag gemacht? Och du Scheiße. 25. Lass mich nicht hängen. Warte, 25. Lass mich. 25.7. Ja. Ja! Ich musste. Sehr wichtig. In welchem Schulfach war die Lara am besten? Sport. Danke. Oh. Ich sitze Deutsch, was du gesagt hast. Ich bin bitte. Oh, Dankeschön. Mit welchem Auto fährt Max am liebsten? Scheiße. Das ist unfair, wir haben viele Autos. Hä? Ja, den Urus. Nein. Audi? Ja. Findest du mich verarschen? Ja, ich wusste auch nicht, welches sagen. Das war 50-50. Du fährst gerne den Urus. Das ja, hätte ich gewusst, dass ich so ein Scheiß drin muss, hätte ich Urus gesagt. Wenn ich jetzt kurz kotze, ne? Kann ich auf den Teppich kotzen, Schatz? Voller Krise. Ah, lecker. Welche Aufgabe im Haushalt macht dir da am meisten Spaß? Nix. Aber das war meine erste Antwort. Keine Ahnung. Wäsche anmachen oder so. Nein. Ich hab Spülmaschine gesagt. Einfach anmachen drin lassen. Auf die Liebe. Ach, die Liebe. Aber das ist echt abartig. Wie können die Leute in Dschungelcap gehen oder wie das heißt? Wie ist Dschungelcap? Dschungelcap? Dschungel. Schatz, trinken. Du trinkst zu langsam. Zack, zack, runter. Wallah, Krise. Zack, zack. Wie so ein Shot, weißt du früher, wie du die Tequilas an der Bar runtergeknallt ich hast? Ich hab nie Tequila getrunken. Als du noch Single warst. Wie viele ernsthafte Beziehungen hatte Max vor dir? Nicht viele. Nicht viele? Ja. Wir sind auf dem richtigen Weg, Leute. Sein ganzes Leben jetzt? Hä? Ja, was denn? Oh, warte, ich schätze 4. Geh mal weg. Ach so. Wie viel hat er gesagt? Zwei.
Glücklich. Das stimmt aber einfach nicht. Beantwort einfach die Frage. Ja, du weißt sicher, wie viel ich meine Beziehung ernsthaft war. Ne? Willst du mich verarschen? Ich kann sogar 5 Leute, mit denen meine Beziehung was aufziehen jetzt. Hä, verstehst du es nicht? Das ist aber mit denen in einer Beziehung, ist das dann nicht ernst, wenn ihr zusammen seid? Nicht unbedingt. Ihr beide sagt, ihr seid in einer Beziehung. Ja, ist doch nicht dein Ernsthaft automatisch. Egal. Tut mir leid, mir jetzt, dass er so ein Schwein war früher. Was ist die Laras Lieblingsschauspieler? Was für ein Ding? Schauspieler. Schauspieler? Oh Mann, da kannst du gar nicht wissen. Ja, natürlich nicht. Woher soll ich das wissen? Ist das ein Türke? Nein. Ist es ein Deutscher? Nein. Amerikaner? Nein. Hä? Ist ein Inder? Ein... Ah, ja, das kann ich doch wissen. Ja, das ist Shah Rukh Khan. Ja, ich hab dir das einmal gesagt gehabt. Ja, du hast mir... Nee, einmal? Also du wärmst den Tag von dem was. Ja. Oh, Shah Rukh Khan. Shah Rukh Khan hier, Shah Rukh Khan da. In welchem Schulfach war Max am schlechtesten? Mathe. Du weißt gar nichts über mich. Was? Mathe. Ich schwöre, ich antworte jetzt eine Frage falsch. Was für Mathe? Mathe war mein bestes Fach. Was redest du? Mathe, Alter. Mathe ist das einzige Fach, was ich jemals gekonnt habe mit Sport. Ich werde es aber ehrlich beantworten. Ich dachte, ja, so wie du, ne? Ich wusste nicht. Wo hat die Lara schon überall gearbeitet? Oh, Edeka? Nein. Nein? Nein. Oh, Mensch, tut mir wirklich leid. Na, jetzt ehrlich antworten. Ne? Also auf jeden Fall in der Gastronomie, Anwaltsgehilfin gelernt. Mhm. Ja, aber ich habe ja auch noch nebenbei noch was gemacht. Noch also, was gemacht? Also, hast du auf Kinder aufgepasst? Ja! Ja? Ja! Ja. Ja. Schwester. Pia? Wie alt ist meine Schwester? Sie ist 30 geworden. Oh. Endlich mal wieder eine Frage, die du richtig beantwortest. Ich hätte schon fast den Glauben in dich verloren, Schatz. Was hat die Lara dir als letztes geschenkt? Eine Uhr. Falsch. Was falsch? Schatz, du hast doch das zuletzt bekommen. Die Klamotten. Das ist doch kein Geschenk, das ist ein Einkauf gewesen. Ist es kein Geschenk? Nein. Doch. Nein. Doch. Ist kein Geschenk. Bist du selber gegangen, hast du die Sachen gekauft oder was? Es ist doch ein Geschenk. Das ist automatisch ein Geschenk. Ich wusste doch vorher, dass du die Sachen einkaufst. Das ist doch kein Geschenk. Doch, das ist ein Geschenk. Geschenk ist was, was man auspackt und nicht weiß, was es ist. Nein, das ist auch ein Geschenk. Leute, ich weiß nicht, schreibt mal in die Kommentare erstmal, ob das ein Geschenk ist oder nein, du hast mich einmal. So, muss ich muss trinken. Ich. Ah, ja, das ist ja okay. Wie war das in Deutsch, ne? Ja. Bist du trotzdem ein Genie geworden? Nein! Ja! Weg. Lecker. Leute, ich werde kotzen. Immer wieder eine Freude zu sehen. Lecker, lecker. Wer ist mein Lieblings-YouTuber? Ich will es Aaron sagen. Ja! Wir wollen nicht mehr reden. Super! Die Lara liegt richtig. Ey, Schatz, du kennst mich einfach in- und auswendig. Was bringt die Lara direkt auf die Palme? Alles. Oh. Wenn ich zu lange im Café bin. Nein, mir nur deine Nägel so. Oh, Schatz, ja, da gibt es 100 Sachen, die dich auf die Beine bringen. Woher soll ich das denn wissen? Ich wollte auch sagen, wenn du damit immer so mich ärgerst, aber. Muss ich kriegen? Ja. Du kleine Ratte! Was meinst du? Oh. Schatz! Ja, ja, geht noch. Für den gesunden Morgen. Ich finger nicht. Ach, ich sag's nicht. Ich ziste. Nein, Fiste. Fiste. Ich sag immer Ziste. Ich weiß nicht warum. Mmh, lecker. Lara, welche Trikotnummer hat Max bei Wolfsburg? Die 9. Also das war sehr gute recht. Fragen sind das. Am Anfang habe ich gedacht, willst du mich verarschen? Unsere Liebe basiert nicht auf den Wahrheiten. Aber jetzt denke ich langsam, du kennst mich wirklich gut. Jeder Mensch weiß deinen Trikotnummer. Ja, aber am Anfang hast du gar nichts gewusst. Wie wird die Lara von ihrer Familie genannt? Das ist einfach. Also eigentlich mal Dilosch. Oder? Gibt's immer noch einen Namen. Ja, aber Dilosch. Welche Haustiere hatte Max in der Kindheit? Ja. Wer muss ich? Ich nehme schon mal... Alles, was er hatte? Sag einfach mal 2 oder 3. Hund, also auf jeden Fall hatten die einen Hund und eine Katze. Oder deine Mutter hat eine Katze, ich weiß nicht, ob du eine Katze hast. Ah, nee, Katze, das ist mein Haustier. Ja, ja, stimmt. Auch Hund war dabei und ein Meerschweinchen. Ja, ein Tier fehlt noch. Pia. Pia? Meine Schwester? Wellensittich. Weiß ich, was es ist? Ein scheiß Vogel oder was? Ein Vogel. Wow. Die saßen oben. Ich bin die Treppe hochgegangen, da war ich noch sehr jung. Und eines Tages lag er einfach auf dem Rücken. Hat ihn nicht mehr bewegt. Dann bin ich 6 Stunden später nochmal vorbei und lag immer noch so. Er war wohl tot. Ja. Guckt euch das Tablett an.
von diesen Ekelshots, die wir wirklich trinken mussten. Wir kennen uns eigentlich ganz gut. Manchmal haben wir noch ein paar Ungereimtheiten. Man muss sich auch noch näher kennenlernen. Aber ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, was wir noch so machen sollen. Wie ihr das Video fandet, gerne ein Like da lassen, gerne auch ein Abo. Und in dem Sinne wünschen wir euch einen schönen Tag und sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis denn. Ciao, ciao. Ciao.